Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere. Und hier werden uns angezeigt, was für Spieler denn für die Nationalmannschaft abgestellt werden. Juckt mich nicht. Ich begebe mich gleich zum nächsten Spiel und zwar mit Werder Bremen gegen, mit Bayern gegen Werder Bremen, so rum. Und ja, letzte Folge haben wir leider nur 2-2 machen können. Ich glaube, wir sollten mal langsam ein bisschen mehr gewinnen. Ansonsten, ich glaube, da stand gerade Regen, ne? Da stand Regen. Nein, habe ich nicht drauf geachtet. Habe ich ehrlich gesagt in dem FIFA-Teil noch nie drauf geachtet. Sollte ich mal wieder einführen, wie damals bei FIFA 14, wo ich ja mal aktiv drauf geachtet habe und dann immer das unterbunden habe. Na gut, aber dann ist das halt so. Durchrennen funktioniert hier gerade auch nicht so gut. Vielleicht auch ein bisschen, weil es regnet. Ja. Was? Ich hab gefault. Ja, ist logisch, Leute, ist logisch. Ja, und worüber wir heute mal reden können, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Deswegen reden wir erstmal spielbasiert. Weil es war jetzt total professionell. Aber das bin ich heute gerade mal nicht, weil, ja, ich am letzten Abend. Nee. Weil wir heute Montag haben, den 20.10. und ich am Mittwoch ja in den Urlaub fahre. Beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, bin ich schon längst wieder raus, aber ich nehme trotzdem die Folge, die nächste Folge jetzt noch auf. Weil das sonst zu viel Stress wäre, das nach dem Urlaub zu machen. Wegen wieder arbeiten müssen und so. Komm, hier, einmal passen, zack. Und hier nochmal ablegen. Oh, lauf, Schweinsteiger, ich will ein Tor machen. Irgendwie durch den Regen. Ja, Mann, geil abgelegt, geiles Tor. Oh mein Gott. Okay. Hammer nice. Hammer nice. Oh mein Gott. Oh shit. Wir. Komm. Oh, geil. Ist zwar schon das 1-0, aber trotzdem, hier ist es gerade so ein. Sorry, dass ich gerade richtig scheiße belichtet bin jetzt, aber hier ist gerade so ein Tricksvieh an meiner schwulen Softbox. Ich hasse das, wenn. Jetzt hat der Greenscreen wahrscheinlich gerade überhaupt gar nicht funktioniert, beziehungsweise hat gerade kurz. Ich kann nämlich nicht solche Sachen hier machen, weil ich hier einen Schatten werfe. Genau, das erkläre ich nochmal kurz. Ich habe nämlich nur eine Softbox hier oben, die mich anscheint und gleichzeitig den Greenscreen ein bisschen mit anscheint. Allerdings nur um mich rum natürlich. Ich habe keine extra Ausleuchtung für den Greenscreen, was ich auch nicht unbedingt brauche. Da ich ja, was ich auch nicht unbedingt brauche, da ich ja den Greenscreen, da ich ja relativ nah vom Greenscreen sitze und ich hier nur meine Fresse aufnehme und da lege ich dann später einfach zwei, da brauche ich nur, da wäre alles andere erstens mal zu viel, zweitens mal, ich habe in meinem Zimmer, ihr habt es ja in der einen Roomtour schon mal gesehen, ihr werdet es auch in der richtigen Roomtour, die noch mal bald kommt, auch noch mal sehen, dass ich einfach keinen Platz für mehr Softboxen, die nur extra den Greenscreen ausleuchten, habe ich keinen Platz, ja, ist leider so, habe ich leider keinen Platz zu, beziehungsweise nur für eine oder sowas, und ich müsste die jedes Mal hinstellen, wieder wegmachen und so weiter und so fort, die will mir derbe im Weg rumstehen. Und ich brauche es einfach nicht, weil ich kann in der Nachbearbeitung, okay, ich kann inzwischen sogar sowas, nee, das ist nicht, das ist falsche Richtung, ich kann sogar inzwischen in der Zeit so machen, das funktioniert, das solltet ihr auch sehen, sollte bei euch richtig, soll ich dann richtig weit im Spiel drin sein, also wenn ich jetzt so mache, dürfte eigentlich die Minimap so ein Tick überblendet, überdeckt werden, boah, geil, da will man mal hier Faxen machen, dann machen die fast ein Tor, das ist deswegen, weil ich, früher habe ich immer hier so alles außerhalb meines Körpers weggeschnitten, also richtig weggemacht, in Adobe, also in Nachbearbeitung, im Greenscreen, wo man immer das Keying macht und habe einfach nur den Ultra Key, habe ich quasi mit einer 4-Punkt-Maske, alles, um sowas, was ich um mich herum gar nicht brauchte, weggemacht
und dann nur mit einem Ultra-Key alles, wo ich wirklich drin, alles, wo man wirklich, also nur die Sachen wie hier zum Beispiel, gemacht. Inzwischen mache ich einfach zwei Keys in ADAP drüber. Das heißt, wenn man das so schlecht ausleuchtet, also nicht so schlecht, aber wenn man das nur mit einer Softbox ausleuchtet, muss man sich in der Nachbearbeitung, zum Beispiel wie ich es mache in ADAP Premiere Pro, immer Mühe machen. Das heißt, hat man das gut ausgeleuchtet, also hätte ich das jetzt zum Beispiel gut ausgeleuchtet, könnte ich auch direkt das Keying in OBS machen. Aber im Moment nehme ich nur mit OBS meine... nur die Facecam einfach direkt auf, mit halt dem grünen, mit der Greenscreen halt hinter mir, aber macht das Keying dort nicht, weil dafür auch mein Greenscreen zu schlecht ausgeleuchtet ist. Allerdings hat ADAP so einen starken Keying-Effekt, dass ich das, Moment. Allerdings hat ADAP so einen starken Keying-Effekt, dass ich das trotzdem hinkriege. Das ist einfach der Vorteil. Ich erkläre nochmal gleich weiter. So, okay. ADAP hat da wie gesagt einen sehr starken Keying-Effekt. Das heißt, der hat den Ultra-Key und der ist wirklich Ultra. Der tut sehr viel wegmachen. Der tut zum Beispiel, und der macht das auch relativ automatisch. Das heißt, ich will dem so eine Helligkeit, gebe ich dem. Also ich wähle mit der Farbpipette so ein bisschen was hier aus. Hier so den Hintergrund meistens, hier so da oben. Hier so, ja, hier so, hier so. Und kann er eigentlich alles relativ gut wegkeyen und damit transparent machen, was so um mich rum ist, was so direkt an meinem Körper dran ist quasi. Und halt auch eben hier so oben macht er auch dann immer alles weg. Das Einzige, was für den Ultra-Key an sich dann ein Problem darstellt, sind diese etwas dunkleren Stellen hier, hier so unten. Das ist natürlich scheiße. Ich hasse das. Man kann einfach nicht gerade mal hier was reden. Ich mache mal gerade so, weil ich will das mal wirklich kurz erzeigen. Das Einzige, was der Key da nicht hinkriegt, sind diese dunklen Stellen da und die dunklen Stellen da, boah Gott, hier so. Das kriegt er nicht hin. Dafür nehme ich aber einfach einen zweiten normalen Color Key in ADAP und mache den mit einer Empfindlichkeit von 25 meistens oder 20, 25 und wähle damit hier eine ganz, ganz, ganz dunkle Stelle aus und lasse damit nur diese dunkle Stelle wegmachen. Und den Rest, wie gesagt, kriegt der Ultra Key hin. Und mit diesen beiden Keys in Kombination kriege ich alles gut weggekeyt und funktioniert einwandfrei. Und ich habe damit relativ wenig Aufwand. Ich könnte auch direkt einen Color Key machen, aber der ist viel mehr Aufwand und gerade will vor allen Dingen, wenn es darum geht, um die Empfindlichkeit bei Sachen, die direkt, also wenn direkt Sachen, wo es geht, an meinem Körper halt eben, will ich das nicht machen, weil ich dann das wirklich damit irgendwas wegschneiden kann oder scheiße aussehen lassen kann und das rumzuspielen, muss ich ja nicht machen und will ich auch nicht machen. Deswegen nutze ich den Color Key nur für das wirklich, für die Stellen, die am Greenscreen sind, die dunkler sind. So, jetzt hat Ribéry den Ball und jetzt war es das auch mit der kleinen Greenscreen und ADAP Premiere Pro Keying Lehrstunde. Und ich sage das einfach immer gerne, weil viel zu wenig Leute, also es gibt ja genug Leute, die das haben, ein Greenscreen, und es gibt, also nicht genug, es gibt ich denke mal mit 130 Abonnenten gibt es keine Sau, die das hat. Ich kenne ja wie gesagt einen, der jetzt leider mit Let's Play erstmal vorläufig aufgehört hat, und zwar der Mr. Manuel Play, der mit 800 Abonnenten das oder 700 Abonnenten das hatte. Allerdings, gibt es dann noch Skate 702, klar. Der hat irgendwie irgendwas zwischen 50 und 100.000, hat seine Abozahlen ja nicht offen. Und dann gibt es noch ein paar andere halt, die das auch haben, wie Speedsmeet oder sowas, haben es neuerdings, obwohl die jetzt schon natürlich über 1,6 Millionen Abonnenten haben. Dann ist das leider so. Also ist dann halt so. Ich finde auch, das ist eine kleine Sache, die mich vor allen Dingen, weil ich ja im Moment der Einzige in unserer Gruppe bin. Ich sage immer Gruppe, weil Kevin gibt es ja auch noch, aber er macht halt gerade an keinen Videos, nimmt er gerade nicht teil. Und Pierre hat ja auch noch keinen Greenscreen, da bin ich gerade der Einzige daran. Und klar, es ist schon so ein kleines Qualitätsmerkmal für die Abozahl, dass man sowas hat. Und das habe ich auch gerne. Mir macht das auch so viel mehr Spaß. Ich muss auch sagen, in letzter Zeit, wenn ich so ein Standardvideo ohne Greenscreen schneiden muss, mit Gameplay aufgenommen und dann in Outer City oder sowas den Ton, da habe ich irgendwie gar nicht mehr so die Motivation zu schneiden. Das nervt mich sogar ein bisschen zu schneiden. Aber immer wenn ich so die Sachen habe, so wie eigentlich fast alles inzwischen, wo ich mit Facecam aufgenommen habe und so weiter und so fort, habe ich da eigentlich immer Bock drauf, weil
weil ich da quasi bisschen, warte, ich kann gerade nicht reden. Weil ich da quasi, wie gesagt, dann. Tja, ohne Scheiße! Das regt gerade auf, dass der im Ball ist. Weil ich dann, wie gesagt, ein bisschen mehr Motivation habe, das zu schneiden. Einfach nur aus dem Grund, weil das halt mit dem Key und so weiter mehr Spaß macht. Im Moment noch das zu machen. Aber es ist zwar immer dasselbe, aber also immer ein bisschen anders, weil klar, die Farbwerte sind dieselben. Aber im Endeffekt macht es immer noch mehr Spaß, als wie so eine Standardaufnahme zu schneiden. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man einen Tick mehr Aufwand hat. Hört sich komisch an, ist aber so. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt also dadurch, durch den ganzen Vorgang, habe ich auch auf meinem zweiten PC jetzt Open Broadcaster installiert. Nehmen wir damit jetzt, wenn es denn klappt und ich es nicht vergesse, auf dem Mischpult umzustellen. Also wie gesagt, durch mein neues Mikrofon habe ich ja jetzt auch ein neues Mischpult. Und darüber mische ich jetzt auch direkt, wenn ich mit anderen Apex zum Beispiel aufnehme, die Stimmen direkt, lasse ich direkt darüber mit aufnehmen und gebe es dann OBS zurück, als eine Tondatei. Und nehme dann mit OBS nur noch diese Tonspur mit meinem Gesicht auf. Und fertig. Und das ist eine relativ coole Sache. Dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, mit OBS dann auch direkt mit dem Mischpult oder überhaupt mein OBS kennengelernt habe und verwenden gelernt habe, nehme ich dadurch, wie gesagt, immer die ganzen, meine Facecam und ja, Ton von TS und so weiter direkt damit auf. Das machen wir auch übrigens bei Spielen, wo ich meine Facecam nicht verwende. Allerdings, ja, nehme ich die Facecam raus und es wird nur der Ton aufgenommen über OBS. Das ist auch in Ordnung. Beziehungsweise das Geheimnis ist sogar, ich nehme meine Facecam immer mit auf, allerdings ist die dann eben, meistens ist dann meine Softbox aus, wenn ich schon vorher weiß, geil, 2-0 übrigens, wenn ich schon vorher weiß, meine Facecam wird nicht verwendet, mache ich die Softbox nicht an, nehme dann zwar trotzdem meine Webcam mit auf, aber da sieht man mich dann natürlich nur ganz, ganz dunkel und das wird dann auch im Schnittprogramm entsorgt. So, mal gerade was gucken. Da, passt. Gut. Was wollte ich noch sagen? Was gab's, was ich noch sagen wollte? Bei den Apex-Aufnahmen, die jetzt die nächsten Tage kommen, also ab Folge 54, eigentlich haben wir es bei Apex, wie gesagt, auch, aber bei Apex ab Folge 54 habe ich leider verkackt, muss man wirklich sagen. Da habe ich, ja, leider nicht richtig aufgenommen und habe dann mein Mischpult was nicht richtig eingestellt. Also beziehungsweise habe es nicht so eingestellt, dass das, was von TS, also von dem zweiten PC kommt, was auf mein Mischpult kommt, dann auch wieder mit auf den Mainmix geht und wieder mit an den PC zurückgeht, habe ich leider nicht richtig eingestellt. Und somit wurde das nicht aufgenommen, die Tonspuren von den anderen. Muss auch nochmal sagen, dass mir der Chris wirklich den Arsch gerettet hat, muss man sagen. Denn der immer mit DxStory sowohl seine Tonspur als auch. Also mit DxStory kann man ja auch verschiedene Tonspuren in verschiedene Tonspuren aufnehmen. Nur irgendwie hat halt DxStory bei uns funktioniert, wir haben es mal getestet und da war es dann total alles unsynchron und zwar bei Pia und mir gleichzeitig, deswegen verwenden wir das nicht. Aber generell kann man halt, wie gesagt, damit beides aufnehmen auch. So beides, aber in getrennte Dateien, um es später abmischen zu können. Und das hat Chris halt eben auch gemacht. So nimmt er eben nämlich auf. Er hat mit DxStory dann eben quasi, hat er den Spielsound in eine Extratondatei, er hat seine eigene Stimme in eine Extratondatei und hat den TS in eine Extratondatei. Und der Vorteil daran ist halt eben, dass, Scheiße. Der Vorteil daran ist halt eben, oder das Gute für mich in dem Fall war jetzt eben, da ich ja verkackt hatte in der letzten Aufnahme, die wir gestern Abend dann übrigens hatten, also ab Folge 54 Apex, hatte ich leider verkackt, das aufzunehmen. Schade. Habe ich leider verkackt, dass ich TS mit über OBS aufnehmen lasse oder beziehungsweise mit übers Mischpult an den PC liefere, weil ich ja den einen Knopf nicht gedrückt habe und es ging auf einen alternativen Kanal und nicht auf den Mainmix-Kanal. Habe übrigens das Behringer Xenix 1204 USB. Und ja, da habe ich, wie gesagt, leider verkackt. Und ja, aber zum Glück konnte mir, wie gesagt, Chris dadurch einfach, hatte mir. Dadurch, dass er auch den Spielsound getrennt vom TS und so weiter aufnimmt, konnte er mir da helfen und hat mir da einfach mal kurz, also quasi seine Tonspur und die aus dem TS, also von uns allen anderen, zusammengeschnitten und geschickt. So kann ich das dann wenigstens mit meiner Aufnahme dann nochmal synchronisieren. Und dann habe ich wenigstens eine Tondatei, also da muss ich auf jeden Fall Chris danken, sonst wäre die Aufnahme sicher schon wieder im Arsch gewesen. Aber so an sich hat mir der Chris wirklich den Arsch gerettet. War auch gut, dass er dabei war, weil hatten wir schon mal irgendwie so eine Art, dass ich die Aufnahme gelöscht habe, aber da war es die komplette Aufnahme. Da war es nämlich auch, da habe ich habe wie gesagt, das hat mir ja vorher bei Folge, was ist das?
39 bis 44 hatten wir das, dass wir die neu aufnehmen mussten, weil ich sowohl meine meine Spielaufnahme als auch die OBS-Ton- und Facecam-Aufnahme gelöscht habe. Im Eifer des Löscheffekts, huhu. Naja, gut. Ist halt passiert. Wir haben jetzt gerade hier einen Tor kassiert in der 65. Wir sollten dafür sorgen, dass wir nicht noch eins kassieren, denn noch ein Unentschieden wäre, glaube ich, nicht so, was der Bayern-Führung gut gelegen käme. Alter, will er mich verarschen? Der hat den Schuss nicht hingekriegt. Ja, da sollte ich mal einen richtigen Schuss ansetzen, dieser Drogen. Ach, komm, Fuser. Das hier wird ja kein Rage-Format. Wie gesagt, hier geht es ja im Bubble-Format. Und vor allem ja, ein kleines, ja, themenrelevantes Format mehr. Auch wenn ich das nicht immer hinkriege, weil ich dann nicht mal genug Themen habe. Oder denke, die gehen ja noch so und so lang. Und dann gehen sie doch nicht so lang. Das passiert schon mal. So. Okay. Elia ist am Lauf und er ist am Lauf wie die Pumpgun. Nein, okay, hör auf. Kein Bock, so eine Scheiße zu labern. Kein Bock auf billig Ghetto-Rap. Und da habe ich's Tor kassiert. Das war der Schrei mal wieder für mich. Ich sollte die Scheiße lassen und mich aufs Spielen konzentrieren. Das war so der kleine Hinweis. An mich selbst. Anscheinend. Von wegen Alex, konzentriere dich wieder aufs Spiel und hör auf, irgendwelche Ghetto-Scheiß-Rap abzuliefern. Bam, Junge, okay. Nein, ey, wie hat er da den Ball verkackt? Fuck it. Dann flog der zweite Ball auch noch so scheiße. Passiert, okay, passiert. Wie gesagt, themenmäßig sind wir jetzt ein bisschen durch, auch wenn ich die Themen gerade wirklich spontan erfunden, also mir aus dem Arm geleiert habe. Aber damit sind wir jetzt durch und ich will mich jetzt hier konzentrieren, dass ich hier erstmal noch das Tor mache, dass ich auch einen Sieg abliefern kann. Och nö, ey. Komm jetzt, Alaba, bring eine gute Ecke. Ich bin der Torwart, ich muss rauskommen und einen auf Neuer machen. Fuck it, da rollt der Ball so vom Tor rum und ich krieg's nicht hin, einfach mal. Alter, wie hier immer die Abwehr reinstehen. Och komm, ey, dann kommt noch ein Fuß dazwischen. Mann, wie viele Leichen, da waren 4, 5 Abwehrspieler einfach mal, die im Weg rumstanden. So, jetzt habe ich noch versucht, ein bisschen weiter rauszuziehen, den Ball. Ja, ist ja geil gelungen. Komm. Trotzdem mein Ball. Sehr gut. Nein, da hat er ihn gerettet. Fuck it. Okay, wir haben schon wieder die 85. Mann. Ich muss mir richtig Gas geben. Wieder ein 2-2 im zweiten Spiel hintereinander. Und das in Karriere. What the fuck? Vor allem nach deutlichen Führungen, muss man ja wieder sagen. Ich habe ja auch das letzte Mal schon geführt. Und jetzt habe ich wieder geführt. Ja, Mann, da ist es 3-2 in der 87. Minute, sorry. Mann, ey. Endlich. Sowas funktioniert halt immer noch gut. Das war wichtig. Jetzt darf ich ihn auf keinen Fall hier durchkommen lassen, weil ich will natürlich jetzt auch gewinnen. Keine Ahnung, ob ich gerade so derbe anstelle schon wieder in dieser Folge. Aber klar, es ändert ja nichts. Ich werde trotzdem gewinnen und das ist wichtig. Wichtig, richtig, wichtig. Richtig, wichtig, richtig. Nein. Alter, nein. Ach komm, ey, jetzt gibt's ja dann auch wieder einen scheiß Foul für, ey. Hier stell dich da mal hin, zack. Du stellst dich da hinten hin, zack. Sehr schön, Torwart. Schmeiß ihn. Ach, natürlich geht er dann direkt zu denen. Oh ja, komm, jetzt pfeift er noch einen Foul. Jetzt kriegen wir noch einen Freistoß von da aus. Komm, Dante. Ich hab gesagt, Dante, jetzt geht halt hier Alaba hin, okay. Boah, wenn sowas reingegangen wäre, ich wäre ausgerastet. Vor allem, weil Neuer überhaupt nicht gezuckt hat.
Nicht so ein bisschen gezuckt, wenigstens hat er. Nicht mal das hat er. Nicht mal so ein kleines bisschen gezuckt. Ach komm, ey. Foul kann man mal für so eine Scheiße geben. Okay, da ist das Spiel vorbei. Wir haben 3-2 gewonnen. Und ich würde jetzt gerne noch nicht die Folge beenden, denn ich würde mir mal gerne die Tabelle ansehen. Was ich schon lange nicht mehr habe in Karriere. Einfach nur, um zu sehen, was denn da los ist. Was da los? Und zwar sind wir Zweiter nur. Obwohl wir ein Spiel mehr haben. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, das ist jetzt wirklich nicht so gut. Vor allem, weil es Dortmund ist, die vor uns sind. Naja, dann würde ich auf jeden Fall an der Stelle sagen, war es das von dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.